China hat ein unglaubliches Wachstum hinter sich und die Partei und Xi Jinping, die haben auch noch sehr viel vor. Aber in letzter Zeit hat es ziemliche Probleme gegeben und daran ist die chinesische Regierung auch nicht unschuldig. Kriegt Xi Jinping jetzt noch die Kurve oder fährt er die chinesische Wirtschaft demnächst an die Wand? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Heute geht es hier um jemand, der zu den vielen Opfern der chinesischen Kulturrevolution gehört und der auch viel Unrecht erlitten hat unter der chinesischen kommunistischen Partei und der heute aber der Chef dieser Partei ist. Es geht um Xi Jinping. Xi Jinping, das ist der Sohn von einem mächtigen Parteifunktionär gewesen. Der ist dann aber in Ungnade gefallen, ist weggesperrt worden. Er selber, er ist als Jugendlicher zum Arbeitsdienst verschickt worden aufs Land, 7 Jahre lang. Da hat er erbärmlich gelebt. Hier ist ein Bild von ihm aus der Zeit. Und seine ältere Schwester hat sich damals auch umgebracht. Also es waren üble Zeiten. Und als dieser Frondienst dann aber zu Ende gewesen ist, da ist Xi Jinping durchdrungen gewesen von der kommunistischen Ideologie und er hat beschlossen, Politiker zu werden. Wie auch immer das dann gelaufen ist, vielleicht hat man ihm das alles eingebläut, aber vielleicht hat er sich auch einfach nur gedacht, das passiert mir nicht nochmal. Und sein Vater ist irgendwann dann mal rehabilitiert worden, der hat ihm auch die ersten Jobs verschafft. Dann 1987, da hat er Pan Liyuan geheiratet, eine bekannte Sängerin von so Militärschnulzen und Heimatliedern. Das ist eine Ehe gewesen, die ihm unglaublich geholfen hat wohl auch. Und dann hat er sich eben hochgearbeitet und hat sich immer wieder durchgesetzt gegen seine Widersacher. Und jetzt ist er eben seit 10 Jahren Präsident der Volksrepublik China und damit natürlich auch einer der mächtigsten Menschen der Welt. Aber hat er das Land auch wirklich weitergebracht in dieser Zeit? Wenn Sie die Anleger fragen, dann ist die Antwort nein. Für Anleger ist er inzwischen fast schon ein rotes Tuch und das ist von der Homepage von MSCI, der MSCI China Index seit März 2013, also seit Xi der chinesische Präsident ist. Eine Kursentwicklung unterm Strich von minus 3,4% in mehr als 10 Jahren. Das ist nicht sehr berauschend. Und wenn das der Gradmesser ist für seinen Erfolg, dann muss man sagen, da steht ja die Ampelkoalition noch besser da, sogar deutlich besser. Für China-Anleger ist es also erstaunlich schlecht gelaufen in seiner bisherigen Amtszeit. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der gleiche Index in den 10 Jahren vorher noch um 350% gestiegen ist. Das waren noch Zeiten. Die Anleger sind inzwischen also sehr, sehr skeptisch, aber es ist natürlich nicht der einzige Gradmesser, die Börsenentwicklung. Und wenn Sie Xi Jinping selber fragen würden, wie es gelaufen ist, dann würde er wahrscheinlich sagen, warum die letzten 10 Jahre sind hervorragend gelaufen. Erstens, ich bin Präsident auf Lebenszeit, aber davon mal abgesehen. China ist seitdem noch moderner geworden und die Wirtschaftsleistung, die hat sich seitdem noch mal mehr als verdoppelt. Und die Exporte sind auch noch mal um 55% gestiegen in der Zeit. Und China hat jetzt viel mehr Einfluss international und es hat die Seidenstraße und es hat auch seinen Einfluss ja in Afrika zum Beispiel ausgeweitet. Es ist technologisch stärker, es ist militärisch stärker, es läuft doch alles super. Aber vor allem, die Partei, die ist wieder auf Linie und die ganzen Cliquen und Interessensgruppen, die sind zurückgedrängt, die Korruption ist zurückgedrängt und der Kapitalismus, also dieser ganze Wildwuchs und diese ganze Raffgier, das ist jetzt auch wieder in geordneten Bahnen. Jetzt entwickelt sich also die chinesische Gesellschaft wieder. Wir haben wieder ein Ziel vor Augen, der moderat, die moderat wohlhabende Gesellschaft mit einem guten Leben für alle und eben nicht nur für ein paar. Xi Jinping ist ein Machtmensch
Aber es geht ihm nicht nur um Macht, würde ich sagen. Er hat schon auch eine Vision, nämlich seine harmonische Gesellschaft, die sich zurückbesinnt auf die länger als tausendjährige Kultur, kann man sagen, die sich aber auch weiterentwickelt, die sich modernisiert und das auch schneller und erfolgreicher als andere Gesellschaften und die damit Wohlstand schafft, der chinesische Traum eben. Und das alles natürlich unter der Führung der Kommunistischen Partei, die das alles dann überhaupt erst richtig anschiebt. Und das ist natürlich auch ein Gegenmodell zu den westlichen demokratischen Gesellschaften, aber nicht nur. Und es ist außerdem eine Vorstellung, die die Mehrheit von den Chinesen auch im Großen und Ganzen so teilen würden und dem zustimmen würden. Und man kann der Kommunistischen Partei viel nachsagen, aber sie hat die letzten Jahrzehnte ein Wirtschaftswunder wirklich geschaffen in einer Zeit, in der die meisten anderen kommunistischen Länder untergegangen sind. Sie hat hunderte Millionen Menschen befreit aus der Armut, das war völlig beispiellos, aber es waren eben auch andere Zeiten. Ich habe ja schon viele Videos gemacht über die Probleme, die wir gerade haben in China, über die geopolitischen Konflikte und im letzten Video dazu ist es dann ja auch um Demografie gegangen und um das Thema Verschuldung, auch sehr wichtig. Und viele Anleger meiden China jetzt oder sie sagen zumindest, ich reduziere da jetzt und schaue mich dafür mehr woanders um. Und auch für die haben wir natürlich was. Wir schreiben nämlich gerade unseren neuen Zukunftsmärkte-Report mit einem kleinen Rundumschlag zu vier anderen Börsen in Asien, nämlich Indonesien, Vietnam, Thailand und die Philippinen. Was ist da die letzte Zeit passiert, wirtschaftlich und politisch? Wie sind da die Bewertungen und wie sind auch die Aussichten? Der Report kommt nächste Woche raus und er ist natürlich gratis, wie immer. Wenn das für Sie interessant ist, gehen Sie einfach dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Es muss nicht immer nur China sein in Asien, es gibt da eben auch viele andere interessante Länder. Chinas Wirtschaftswunder. China hat hunderte von riesigen, maroden Staatskonzernen umgebaut in starke, wettbewerbsfähige Unternehmen. Das muss man der Regierung alles lassen. Aber der eigentliche Treiber von dem chinesischen Wirtschaftswunder, das war natürlich der Privatsektor. Und durch die Reformen von Deng Xiaoping in den 80er Jahren, da sind dann eben private Unternehmen wieder zugelassen worden. Und das Ganze ist sofort explodiert. Wir haben da eine Milliardenbevölkerung gehabt von unglaublich fleißigen Leuten. Die waren aber eben auch sehr geschäftstüchtig, die waren gut organisiert. Und das Erfolgsmodell, das war eben auch der chinesische Pragmatismus damals. Das war ideologiefrei, es war egal, ob das zur Staatsdoktrin passt und viele haben damals ja auch gesagt, China ist ja 10-mal kapitalistischer als der kapitalistische Westen. Und es stimmt natürlich, das war auch ein Wildwuchs zum Teil, es hat erstmal ja kaum Arbeitnehmerrechte gegeben und es hat auch viel Korruption gegeben, Betrügereien, Ideen, Diebstahl und so weiter. China hat einen größeren Regulierungsschub wahrscheinlich schon dringend mal gebraucht, aber die letzten Regulierungen, die waren eben nicht nur dafür da, um den Markt zu ordnen, sondern es waren eben auch harte Eingriffe aus der Ideologie heraus. Die kommunistischen Regierungen und ganz besonders eben diese Regierung jetzt, die hat immer Angst gehabt, dass mit dieser wirtschaftlichen Öffnung und mit dem Wohlstand auch sowas einsickert in China wie westliche Ideen eben. Und dass man sich mit dem Lebensstil dann auch eben alles verwestlicht, ganz schlicht und einfach. Also alles, was aus dem Westen kommt, das ist dann ganz besonders toll. Und dann sitzen sie alle nur noch in Cappuccino-Bars oder gehen in angesagte Clubs oder spielen den ganzen Tag degeneriert Computerspiele. Das mag Xi Jinping gar nicht. Also eine verblödete, verwestliche Konsumgesellschaft und wer will es ihm verdenken? Und dann hat man halt draufgehauen. Irgendwelche Apps, die die Leute in Konsumschulden reintreiben, weg damit. Computerspiele für Jugendliche, nur noch 3 Stunden die Woche aus, basta. Privatnachhilfe, die einen Haufen Geld kostet, aus, Schluss, vorbei.
zum Teil das eine oder andere vielleicht verständlich, aber man hat wirklich ganze Wirtschaftszweige radikal hingerichtet. Und am Ende ging es sehr wahrscheinlich auch noch um was anderes, nämlich um die Frage, wer hat in China eigentlich inzwischen das Sagen? Die Milliardäre und die privaten Konzerne oder die Partei? Und da hat man dann eben auch Exempel statuiert, siehe Alibaba und speziell der Technologiesektor, aber auch andere Sektoren, die haben sich davon bis jetzt noch lange nicht erholt. Die Angst sitzt tief und die investieren auch nicht mal besonders viel. Und die Partei, die ist ja technologiebesessen und die ist fortschrittsbesessen. Aber das soll eben alles verstärkt in Zukunft aus Wissenschaft kommen und aus Forschung und aus gelenkten Subventionen auch und weniger dem Markt überlassen werden. Und das ist aber nicht nur für die betroffenen Unternehmen und für die betroffenen Aktionäre ein Problem, sondern das kann auch ein Problem für die gesamte Wirtschaft werden, weil damit eben das zurückgefahren werden soll, was jahrzehntelang der Grund war für diesen unglaublichen chinesischen Boom, nämlich der Pragmatismus in der Wirtschaftspolitik. Die Aktionäre, die hat das alles fertig gemacht in den letzten Jahren. Hier haben wir nochmal Xi Jinping, damals auf dem denkwürdigen 20. Parteikongress letztes Jahr im Oktober, wo die Partei dann ihre Wirtschaftspolitik dann auch nochmal ganz klar bestätigt hat und außerdem damals auch ihre Covid-Politik. Und das war dann für die Anleger der absolute Tiefpunkt. Hier der Hang Seng China Enterprises Index die letzten 2 Jahre. Der Chart ist von Trading View. Damals im Oktober ein 17-Jahrestief kurz nach dem Kongress und die absolute Resignation, wo sich viele Anleger auch gedacht haben, mit dieser Regierung, das wird nichts mehr. Aber das Spannende ist, was danach passiert ist. Weil es hat den Markteinbruch gegeben und es hat dann ja auch Proteste gegeben in China gegen die Covid-Lockdowns. Und nur wenige Tage danach, da war dann plötzlich die absolute 180-Grad-Wende, als hätte es den Kongress nie gegeben. Die Lockdowns aufgehoben auf einen Schlag und die Wirtschaftspolitik hat sich auch plötzlich komplett anders angehört. Die übermächtige Partei, die ihre Stärke da ja gerade erst pompös zelebriert hat auf dem Kongress, die ist eingebrochen wie ein alter Lattenzaun. Ein historisches Ereignis, meiner Meinung nach. Und wir wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert ist, ob es da vielleicht sogar Kritik gegeben hat an Xi Jinping und an seiner Politik. Was man aber sagen kann, die Regierung, die war offensichtlich sehr besorgt über die Proteste und am Ende war sie ja vielleicht sogar besorgt über den Marktzusammenbruch auch. Jedenfalls haben wir inzwischen so Äußerungen wie die, dass die Regulierungen zum Beispiel, dass das jetzt mehr oder weniger abgeschlossen sei, oder auch, dass die Unternehmer plötzlich legitime Rechte hätten, so wie das die Cyberspace Administration mitgeteilt hat vor einiger Zeit, und dass man auch nicht mehr dulden wird, dass Unternehmer öffentlich beleidigt oder gedemütigt werden. Das sind jetzt völlig neue Töne auf einmal. Also hat Peking jetzt endlich verstanden, dass es seinen Privatsektor dringend braucht. Ist nicht ganz einfach zu sagen, aber eins ist schon sicher, glaube ich. Die Parteiführung ist natürlich nicht dumm und wenn sie eins definitiv weiß, dann, dass ihre Legitimität bei der Bevölkerung ganz entscheidend davon abhängt, dass sie Wachstum liefert weiterhin und dass es den Leuten wirtschaftlich gut geht. Und China hat aber Probleme wirtschaftlich zurzeit. Und das bringt eben auch die Partei in eine schwierige Lage und da darf man auch gespannt sein, was es sonst noch für Folgen hat, so die nächsten Jahre. Aber es heißt jetzt eben auch im Umkehrschluss, die Partei kann sich's eigentlich nicht mehr leisten, dass sie die Unternehmen so stark reguliert und so hart rannimmt, wie es die letzten Jahre gemacht hat. Und das scheint auch langsam durchzusickern. Und die Partei wird natürlich weiter versuchen, dass sie die Unternehmen schon irgendwie infiltriert und dass sie auf die Einfluss nimmt und dass sie die auch in bestimmte Bahnen lenkt. So war das ja auch immer in China. Aber im Prinzip, ich halte es schon für relativ wahrscheinlich, dass es dem chinesischen Privatsektor die nächsten Jahre um einiges besser gehen wird, als es die letzten Jahre war. Weil die Regierung sonst das, was sie jetzt schaffen muss, nicht schaffen wird.
Ob man daraus jetzt als Anleger irgendwelche Schlüsse zieht, das muss jeder für sich selber wissen. China ist natürlich spekulativ, ein spekulativer Markt zurzeit aus vielen Gründen. Aber was wir eben nach wie vor da auch haben, in der Bevölkerung und auch bei vielen 100 börsennotierten Unternehmen, das ist der chinesische Fleiß, die Disziplin, der Einfallsreichtum da, aber eben auch der chinesische Pragmatismus. Das, was China groß gemacht hat, das ist in vielen Fällen immer noch da und das ist natürlich auch immer noch ein großes Pfund. Und jetzt nur noch ganz kurz zu einer phonetischen Frage. Ich mache hier ja Videos zu China seit vielen Jahren und genauso lang gibt es auch die leidige Debatte, wie spricht man China aus? Sagt man China, China, China und so weiter. Und anscheinend gibt es die Debatte auch anderswo. Hier zum Beispiel ein Video mit Thorsten Sträter, in dem er sagt, Leute, die China sagen, sind Psychopathen. Gut. Dann ist es eben so. Aber Sie wissen wahrscheinlich auch, Psychopathen sind selten allein und sie kommen auch selten aus dem Nichts, sondern sie haben fast immer ein pathologisches Umfeld, das sie insgeheim unterstützt. Zum Beispiel mit Kanalabos. Und dabei auch die Glocke drücken bitte, dann kriegen Sie neue Videos, die kommen in Zukunft auch angezeigt. Habe ich sie gerade als pathologisch bezeichnet, nehmen Sie es mir nicht übel. Aber wenn man nach allem, was passiert ist mit China die letzten Jahre, sich immer noch Videos hier anschaut zur chinesischen Wirtschaft, ganz normal ist das nicht. Aber umso mehr freut es mich natürlich, dass Sie trotzdem immer noch hier sind. Denken Sie auch noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports, demnächst zu den Börsen in Indonesien, Thailand, Vietnam und auf den Philippinen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank fürs Zuschauen.